Willkommen in der Mine! Minecraft, aber als Minenarbeiter. Und das sieht unspektakulär aus, aber dahinter ist echt eine geile Mine. Und wir brauchen vorher einen Hammer. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich den Blacksmith. Mal gucken, was der kostet. Und vorher darf ich gießen. Julif, hi. Der Schmied, 16 Holz, 160 Stein, 7000 Gold. Okay, das Gold haben wir fast, das Holz haben wir auch. Wie viel Stein haben wir? Genug. Okay, ich bin vorbereitet wie noch nie. Dafür kann man auch mal ein Abo und ein Like dalassen. Nochmal kurz hier Schaf füttern, Kuh füttern. Dann wirst du nochmal hier durchgeschubbert mit der Bürste. Und du wirst auch nochmal ein bisschen gekratzt. Und jetzt gib mal deine Milch hier. Danke. Kann ich die eigentlich trinken, die Milch? Lass mal ausprobieren. Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Wo ist denn mein zweites Huhn? Wo ist mein zweites Huhn? Ashley, was hast du mit meinem Huhn gemacht? War mein Huhn zu alt? Ich weiß nicht, wo mein Huhn ist. Egal, wo mein zweites Huhn ist. Als der große Abenteurer, der ich bin, werde ich jetzt in diese Tempelanlage gehen und erstmal vergiftet werden von irgendwelchen Pilzen. Ich bin noch nicht mal drinne und ich höre die Biester schon. Mhm, Redstone-Blöcke. Die baue ich mal ab. Vielleicht können wir die verkaufen. Was hast du denn für komische Augen hier? Hallo? Ich bin noch hier. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott. Oh, eine Truhe. Oh, ein bisschen Eisen können wir auf jeden Fall mitnehmen. Gold können wir mitnehmen. Sehr gut. Hier sind alles Sackgassen. Aber wir haben ein Namensschild. Und von hier oben sieht unsere Farm echt schon nice aus. Zurück von unserem Abenteuer erstmal. Zwiebeln für alle Burger dieses Planeten. Nice, wir haben die Kohle zusammen. Wie sollen wir unsere Kuh nennen? Wir haben endlich ein Namensschild. Schreibt mal in die Kommentare. Ich hoffe, wir haben auch genug Eisen für den Amboss. Ansonsten muss ich sammeln. Aber jetzt gehen wir schlafen und dann bauen wir den Schmied. Für 10.000 haben wir jetzt. Oh, wir haben ja schon zwei Name-Tags, sehe ich gerade. Okay, Name für Kuh und Schaf. Ich mache in der nächsten Folge einen Amboss. So, Julif, wann machst du auf? Ich sag nicht um 9. Oh, noch eine Stunde. Eigentlich denn jetzt eine Stunde? So, Blacksmith gekauft. Sehr schön, wie groß ist der denn? Oh, so groß ist der gar nicht. Das ist gut, den packen wir hier hin. So an die Mine. Ja, ne? So. Dann bau mal los, Julif. Okidoki. Von 10 bis 4. Das heißt, er müsste jetzt noch da sein. Oh, oh, hi. Hi, was hast du denn? Zeig mal. Okay, das kennen wir, ne? Ein Hammer, hast du irgendwelche besseren Items? Oder kann ich das irgendwie upgraden? Wahrscheinlich mit Kupfer, ne? Aber wir können einen Hammer kaufen. Yeah, Fashion Minecraft, der Hammer steht. Jetzt müssen wir ganz schnell noch, wenn wir es noch schaffen, noch Crops kaufen. Und dann geht's ab in die Mine. Die hat leider mittwochs zu. Immer diese faulen Leute hier. Willkommen in der Mine. Jetzt können wir unseren Hammer nehmen und können hier nämlich... Bap, rough and ready. Was auch immer das sagt, ich weiß es nicht. Und was ist das hier? Auch ein Stein? Okay, das ist Müllerz. Das brauchen wir gar nicht sammeln. Woher weiß ich denn, ob das Müll ist oder nicht? Der sieht nicht nach Müll aus. Ja, vielleicht finden wir hier unten ja mehr. Was haben wir hier? Oh, das sieht nach Kupfer aus und nicht nach Müll. So, ich guck mal gerade hier. Ist hier irgendwo wer? Sind hier Monster? Hallo? Da, gib mir mal. Oh, Kupfererz hier. Nice. You, see you later. 5 Kupfererz. Ja, da war es das schon, ne? Dann können wir ja schon weitergehen. Oh, jetzt direkt Leiter unter Leiter. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht hier 2 Etagen runterlaufen. Hallo, ist hier wer? Ich habe Angst, dass hier irgendwann Monster kommen. Jetzt habe ich nur eine Fackel. Muss ich die mal mitnehmen? Oh Gott. Okay, das geht mit einer Fackel nicht. Ich muss mehr Fackeln holen. Aber wir haben 20 Kupfererz. Lass mal gerade gucken, wenn ich jetzt die Gießkanne nehme, mit ihm hier rede. Oh, das kann ich machen. Komm wieder in 3 Tagen, wenn ich es geupgradet habe. 14 Kupfer ist weg und meine Gießkanne. Jetzt kann ich nicht gießen. Ich muss doch gießen. Wieso hast du Lava-Eimer? Ach so, du bist ein Schmied. Macht Sinn, Lars. Du bist so Panne. Oh, jetzt kann ich mir nicht mal eine Gießkanne kaufen. Was will ich denn mit Samen, wenn ich nicht gießen kann? Oh, all mein Weizen wird nicht fertig, ne? Ich will jetzt meine Gießkanne wieder haben. Das ist doch Käse. Hier wächst nichts. Da hinten ist vertrocknet. Nein! Oh nein, Jeremy und sein Bruder sind vertrocknet.
Naja, wenigstens kann ich mich um die Tiere kümmern. Das ist ja schon mal was. Ja, ich habe eine Kupferkanne. Also Kupfergießkanne. Jetzt gucken wir mal, wie die gießt. Ich hoffe, das geht besser. Au. Hä, was? Warte, Schild, schnell. Au. Hörst du auf? Warum habt ihr so komische Augen? Was ist los mit euch? Kann ich die Pflanzen einen Knochen mehlen? Geht das? Oh, guck mal, die macht drei nebeneinander. Das ist ja voll gut. Das heißt, wir müssen nur so machen. Nur noch durch die Mitte. Oh Gott, das geht so viel schneller. Oh, ist das gut. Ist das gut. Ich liebe mein Farmerleben. Außer Jeremy und sein Bruder hier. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Wir müssen mal gerade... Ja, die dürfen noch bleiben. Ja, die sind einfach... Die gehören noch dazu. So, genug Fackeln. Jetzt geht's wieder ab in die Mine. So sieht's aus. Oh, respawnt auch alles. Okay, nice. Das heißt, wir können alles upgraden. Warum höre ich Hühner hier unten? Wie sind die hier hingekommen und was machen die hier? Au, 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 au. Evil Chickens. Au, au. Was? Au. Was ist denn hier los? Die sind voll die Höllen-Chickens. Ich suche doch nur Eisen. Da kommt schon wieder eines. Die sind so schnell. Hallo, hört doch auf jetzt. Da kommen sie schon. Hey, die machen meine Fackeln kaputt. Was geht denn mit denen? Okay, ich muss die Fackeln an die Wände setzen, sonst machen die alle kaputt. Ah gut, wir haben jetzt aber schon mal genug Kupfer zusammen, glaube ich. Oh, ich will nur noch hier raus, die Hühner. Tod durch Huhn wäre halt echt peinlich. Oh, Gott sei Dank lebend aus der Hühnerhölle rausgeschafft. Aber jetzt können wir hier unsere Feldhacke, können wir machen. Die kriegen wir in einem Tag wieder. Und können wir den Hammer auch gleich machen? Achso, wir müssen warten. Naja, gut. Oh, da hat er jetzt kein Kupferwerkzeug draus gemacht, sondern nur repariert. Okay. Hier geht auch der Hammer. Oh, in einem Tag zurückkommen. Okay, dann repariert er es nur. Der repariert also unsere Tools, wenn wir es wollen. Und upgradet bestimmte Tools. Das ist schon ganz cool. So, was hat Yulif noch? Goddess Pond, also quasi eine Gebetsstelle. Okay, die kostet auch nicht viel. Die können wir eigentlich sofort kaufen. Warte. Oh, die ist aber ganz schön groß. Dafür, dass sie nicht viel kostet, ist die ganz schön groß. Wo mache ich die denn hin? Ich wollte hier mein Haus hinmachen. Wo soll die denn hin? Oh, warte mal. Kann ich die in die Erde einlassen, wenn ich jetzt so mache und ich sage hier hin? Okay, ich brauche ein bisschen mehr Platz. So. Ja, und dann ist sie in der Erde eingelassen. Vielleicht ein weiter hier drüben, aber ist ja gut. Dann brauche ich gar nicht irgendwie alles wegmachen. So. Fertig. Jetzt muss Yulif herkommen und baut die hier oben hin, als so ein heiliger Ort da oben. Findet ihr auch den Weg darauf, oder? Sag mal, wo ist der hin? Oh, unser Korn ist fertig. Nice. Das heißt, wir können ganz viel Essen kaufen und dann auch die Höhle mal richtig durchforsten. Ich glaube, Yulif hat den Weg raufgefunden. Ich habe ihn gerade gesehen. Yulif! Yulif? Da oben. Yulif ist am Arbeiten. Juhu! Ja, jetzt guck mal, was hast du denn hier zu essen? Du hast Schokolade. Erstmal drei Brote, drei Schokolade, drei Reisbällchen. Du bist ja immer noch am Bauen. Seit zwei Tagen. Was ist denn hier los? Oh Mann, schon Tag 22 und es regnet nie im Sommer. Aber die Tomaten sind fertig. Das Last Ketchup-Business kann starten. Die Zwiebeln haben wir schon mal. Jetzt haben wir Ketchup. Bald können wir Burger machen. Oh boy, guck mal. Jetzt hat er ganz viele neue Gebäude. Town Hall, oh Gott, 640 Holz, 256 Stein, 32.000. Eine Fischerhütte, ein Uhrmacher, eine Kirche, ein Café. Oh, ja, dann wissen wir, was wir demnächst vorhaben. Aber wieder ab in die Mine. Ich würde gerne das zweite Level der Mine erreichen. Vorher können wir nicht sagen, dass wir hier ein wahrer Minenarbeiter sind, ne? Also müssen wir mal... Oh, hier gibt es auch wieder Kupfer. Wir sollten alles mitnehmen, ne? Kann man auch verkaufen. So... Da unten waren wir, glaube ich, noch nicht. Wo sind die Chicken McNuggets? Ich mache euch fertig. Da. Oh. Da ist noch ein Chicken McNugget. Richtig schlecht da, deswegen sind die so dunkel. Da, hier. Oh, da kommt noch einer. Ah, Mann. So. Ah, die sind immer so... Die fallen so wenig auf, ne? Und auf einmal sind die da. So, jetzt gucken wir mal gerade. Was haben wir noch nicht gegessen? Den rohen Fisch. Die Beeren noch nicht. Essen wir jetzt mal eine. Es waren schon zwei. Die Beeren haben 100%. So, haben wir auch eine gegessen. Nur noch 83. Wir müssen echt aufpassen, dass wir immer nur das essen, was 100% hat. Jo, reicht erstmal, ne? Mein Gourmet-Gaumen. Ich will auf Level 2. Ich habe gar keine Ahnung, wie tief es geht, bis wir das nächste Level erreichen. Oder ist hier einfach jede Etage ein Level?
Das glaube ich aber nicht, weil wir bis jetzt immer noch nur Kupfer finden. Na, kommst du nicht an die Leiter? Du kleines Evil Chicken! Boah, wie viele Etagen muss ich denn noch runter, bis ich es gefunden habe? Hallo? Kommst du her? Ach ja, war klar. Oh, da ist eine Pflanze. Erstmal, dass ich hier eine Pflanze sehe. Hallo Huhn. Einfach nix geschnallt. Ey. Du auch hier. Tschüss. Bluebells. Kann ich die? Ja, ich nehme sie mit. Was geht, das geht? Ich will ja nichts sagen, aber meine über 100 Fackeln gehen mir gleich aus und ist kein Ende in Sicht. Also, hier, da. Error. Error. Aber guck mal hier, die nächste Etage ist zugewachsen mit einem Stein. Vielleicht heißt das, wir kommen dann zu Level 2. Ich glaube, es ist einfach nur generierter Zufall, aber es wäre lustig, wenn das jetzt Level 2 wäre. Hallo Hühnchen. Echt meine letzte Fackel jetzt. Jetzt darf ich 50 Etagen wieder hochklettern. Hallo Evil Chicken. So. Ich finde mal heraus, wie tief das hier geht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Mit V.